Im Dialog sonstige Einstellungen im Register Rollläden, Jalousetten definieren Sie in den Grundeinstellungen für alle zukünftig zu erstellenden Pläne, wie hoch runde Vorsatzrollläden ausgeführt werden soll. Sie können ebenfalls die Höhe von rechteckigen Vorsatzkästen definieren. Ob dieser rechteckige Kasten komplett rechteckig ist oder ob die untere Kante abgeschrägt wird und wie stark, können Sie einfach durch Verschieben dieses Sliders voreinstellen. Für Jalousettenkästen können Sie die Höhe und die Tiefe ebenfalls einstellen. Beachten Sie bitte, dass wenn Jalousettenkästen bei Ihnen in der Wand ausgeführt werden, Sie diese Höhen einfach auf Null stellen. Die Jalousettenkästen werden damit optisch nicht mehr vor der Wand dargestellt, sämtliche Eigenschaften für die Kalkulation aber weiterhin generiert und auch heruntergelassene Jalousetten wären in der Ansicht entsprechend genauso wie in der 3D zu sehen. Im Projekt können Sie diese Einstellungen ebenfalls vornehmen und somit alle Jalousetten bzw. Rollladenkästen in diesem Projekt entsprechend verändern.